Morgen. Moin, Volker Tiesler, Rauschgift. Alexander, das Opfer heißt Anne Böhm, ist aus Ivershagen und wäre in 2 Wochen 14 Jahre alt geworden. Ihre beste Freundin heißt Marlene Scholz, sieht so aus und ist seit heute Nacht vermisst. Vermutlich ein Cocktail aus Crystal und interessanterweise Gamma-Hydroxybutyrat. Oder auch K.O.-Tropfen, macht man normalerweise aus Felgenreiniger. Lecker. Meine Vermutung, der Täter hat ihr die K.O.-Tropfen gegeben und sie dann vergewaltigt, nur dann ist sie gestorben. Anne hatte Sex mit einem Jungen, in den Marlene verliebt war. Marlene hat sie rausgefunden. Und pam, Rache. Und dann hat sie ein Auto geklaut, ganz schnell Autofahren gelernt und die Leiche zum Fundort gefahren. Und wir haben gar nichts, das nervt. Der T-Punkt ist aber nicht wirklich auf dem Weg zur alten Schnapsfabrik. Ja, T-Punkt heißt vielleicht einfach Treffpunkt. In den Chats kürzen sie alles ab. Das stimmt. Warum schickt Marlene eine solche SMS an Lulu und zum Beispiel nicht an ihren eigenen Vater? Danke. Weil Marlene die nicht geschickt hat, sondern der Täter. Jetzt komm schon. Er nimmt Marlenes Handy, guckt unter letzte Anrufe nach und schickt dann die Beichte an den Letztbesten, Lulu. Genau. Und wenn er ihr Handy hat, dann hat er auch Marlene. So, Volker, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie in Rostock die Kids an ihr Crystal kommen. Also so, das, was Anne genommen hat, kam höchstwahrscheinlich nicht von den deutschen Jungs, weil die haben ja zurzeit alle hübsch in U-Haft. Na, dann bleiben ja noch die Russen. Richtig, Pöschi. Die machen uns auch auf dem Sektor zurzeit die meisten Ärger. Und außerdem war das Crystal auf russische Art gepanscht, also... Was ist mit dem Dünnbärtigen? Genau, da wollte ich gerade raus. Es gibt einen, auf den die Beschreibung ziemlich genau passen würde. Wir haben aber bisher nur den Vornamen. Luke. Luke. Sonst nix. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich aus Kaliningrad, aber an den ist ganz schwer ranzukommen. Irgendwie will keiner gegen den aussagen. Ich glaube, das ist echt eine aggressive Drecksau. Hausmeister hätte leicht Zugang zu Drogen und K.O.-Tropfen. Vielleicht hat er was von den Kids konfisziert. Und was ist mit seiner Tochter? Sie hat was mitbekommen und er versteckt sie. Aber er bringt sie nicht um? Nee. Erik Scholz wurde 2001 wegen sexueller Belästigung angezeigt. Marlene ist definitiv nicht ertrunken. In ihrem Blut war mehr Crystal als bei uns in der Asylwartenkammer. Ist das gleiche Zeug, was Anne genommen hat? Ja. Russisches Rezept. Bei der Dosis wollte jemand ganz sicher gehen. Dann sollten wir uns mal auf die Suche nach unserem russischen Freund machen. Ja, bin dabei. Volker, hast du mal was über diesen Jungen? Achso, Tom Decker, ja. Warte. Den haben wir letzten Mai aufgegriffen mit einer geringfügigen Menge Gras, aber wirklich nur so ein Fitzelchen. Warte mal, hier. Mit 14 das erste Mal auffällig wegen Autoklau. Könnte der jetzt mit Crystal dealen? Ja, das glaube ich nicht. Das ist nochmal zu groß, aber wer weiß. Hä? Ey, den kenne ich. Der hat gestern mein Auto zerkratzt. Also dachte ich zumindest. Kannst du den mal für mich reinholen? Ja. Super, danke. Wegen Sachbeschädigung oder wegen Mord?